Heute geht es um das Integrationskonzept für den Landkreis Fürstenfeldbruck. Wir beide sind ja seit 2 Jahren aktiv daran, ein Integrationskonzept für den Landkreis auf den Weg zu bringen. Wer sind wir? Ich bin die Andrea Gummert, Ehrenamtskoordinatorin im Fachdienst Asyl und Migration der Caritas Fürstenfeldbruck. Seit 2015 hier kräftig aktiv in dieser großen Aufgabe, Menschen aus anderen Ländern hier bei uns willkommen zu heißen. Und für mich ist das Integrationskonzept eine große Chance, zum einen die Bürgerinnen und Bürger noch mehr zu sensibilisieren für ein Miteinander auf Augenhöhe, zum anderen aber auch die Rahmenbedingungen für die Menschen, die zu uns kommen, die zugewandert sind, noch weiter zu verbessern, damit die Integration leichter für sie wird. Ja, und ich bin Hans Sautmann. Ich bin im Kreistag und dort der Referent für Integration und Migration. Ich bin vorher seit 2014 in der Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich aktiv gewesen und habe dabei gelernt, erstens, wie viele Hürden es gibt für die Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen, hier anzukommen, aber auch, dass es der Veränderung politischer Rahmenbedingungen bedarf, um diesen Weg für sie zu erleichtern. Deswegen bin ich dann in den Kreistag gegangen und deswegen habe ich mit dir zusammen, Andrea, damals die Idee für dieses Projekt entwickelt. Und wir haben im Kreistag, das war im Jahre 2020, also schon eine ganze Weile zurück, damals einen einstimmigen Beschluss des Kreistages herbeiführen können, dass der Kreistag gesagt hat, wir wollen für unseren Landkreis Fürstenfeldbruck ein Integrationskonzept haben und haben dazu den Auftrag an eine Projektgruppe gegeben. Diese Projektgruppe besteht aus dir, mir und noch 2 weiteren Mitstreitern, das ist der Mirkus Fehr, der Integrationslotse des Landkreises Fürstenfeldbruck, und der Michael Gumtau von der Arbeiterwohlfahrt hier in Fürstenfeldbruck. Und wir 4 sind so das sogenannte Kernteam dieses Prozesses und haben möglichst viele Ideen und gute Vorschläge aus anderen Landkreisen auch mit aufgegriffen und haben ein, glaube ich, schon relativ innovatives Konzept gestrickt, um dieses Integrationskonzept zu erstellen. Weil wir sind nicht nur wir 4, sondern wir haben einen großen Kreis an Menschen angesprochen und konnten den auch versammeln aus verschiedenen Fachrichtungen sozusagen. Magst du die Fachrichtungen noch kurz mal erläutern? Ja, vielleicht nicht nur Fachrichtungen, sondern eben auch Erfahrungen. Also unser Kreis, unser Projektkreis, das sind etwas über 20 Personen, neben den 4, die du gerade genannt hast. Und der besteht eigentlich aus 2 Teilen, wenn man so will. Das eine sind die Hälfte etwa Menschen, die selber Einwanderungserfahrung haben, also die hier bei uns im Landkreis Fürstenfeldbruck leben und aus den verschiedensten Ländern kommen, sei es Südamerika, sei es Frankreich, sei es Italien, sei es Kroatien, wo auch immer, Syrien und so weiter. Und diese ungefähr 10, 12 Menschen haben ehrenamtlich über 2 Jahre jetzt in dem Projekt mitgearbeitet. Und die andere Hälfte dieses Entscheidungskreises, wie wir diese Gruppe nennen, besteht aus Experten, die im Landkreis schon seit langen Jahren auf dem Gebiet der Integration tätig sind. Das sind die schon genannten Sozialverbände, AWO und Caritas. Aber auch eben hauptamtlich tätige Akteure, wie zum Beispiel das Jobcenter hier, das natürlich aus der Landratsverwaltung, unser Integrationslotse und viele andere, die eben das Brucker Forum, glaube ich, ganz wichtig, doch explizit nochmal zu nennen, die seit Jahren auf dem Gebiet der Integration und Unterstützung in unserem Landkreis tätig sind. Und alle diese haben wir in einem großen Projekt oder Arbeitskreis zusammengeholt und haben seit gut 1,5 Jahren mit ihnen zusammen dieses Projekt vorangebracht. Ich möchte aber noch mal einen Schritt zurückgehen zu der Frage, warum. Mhm. Also ich hatte ja gesagt, ich selber komme aus der Flüchtlingsunterstützung, aber als Hintergrund muss man wissen, unser Landkreis hat 220.000 Einwohner und fast ein Viertel davon, also das sind ja weit über 70.000 Menschen,
sind Menschen, die hier in unser Land, in unseren Landkreis eingewandert sind. Entweder selbst oder ihre Eltern, also die Erfahrungen und Geschichte mit Einwanderung haben für unseren Landkreis. Und um diese ganzen Menschen dreht es sich bei unserem Integrationsprojekt. Und da ist auch unser Blick auf die Kinder und Jugendlichen natürlich gefallen. Und da möchte ich noch eine Akteurin, die auch mit dabei ist, über die ich mich sehr gefreut habe, erwähnen. Und das ist jemand vom Schulamt, von der Schulseite her, die Migrationsreferentin eben der Schulen. Hier ist auch mit dabei. Also wir haben wirklich versucht, so breit wie möglich dieses Netzwerk, was eh schon arbeitet, auch abzubilden bzw. mit hineinzuholen, weil wir natürlich diese ganze Expertise als wichtigen Baustein für das Integrationskonzept nehmen. Aber wir haben auch genauso viel Expertise eben von den Menschen, die das selbst als Geschichte haben, also so, dass wir auch nicht uns in der Fachlichkeit verlieren, sage ich jetzt mal, sondern immer wieder am Boden des wirklichen Geschehens diskutiert haben. Und das hat man auch sehr gemerkt bei all den Diskussionen und Gesprächen über das Integrationskonzept und seine verschiedenen Themenstellungen. Ja, da war für mich eigentlich ein ganz eindrucksvolles Erlebnis, als wir eine der ersten Sitzungen dieses Kreises hatten. Da haben wir mal gefragt, die Menschen, die jetzt im Projekt mitmachen, was braucht es eigentlich aus eurer Sicht, aus ihrer Sicht, für gelingende Integration? Und jetzt hätte man ja denken können, da kommen alle möglichen Einzelvorschläge, bessere Deutschunterricht, Übersetzungshilfen, was auch immer. Das kam aber gar nicht, sondern im Vordergrund stand für die Menschen in unserem Projekt die Werte, um die es ihnen geht. Sie möchten mit Respekt behandelt werden. Sie möchten Offenheit für unsere und ihre eigene Kultur. Sie möchten Engagement und sie möchten ein Zusammenleben, Alteingesessene und Neuzugewanderte auf Augenhöhe. Das waren, glaube ich, die Werte, die dort genannt worden sind und die wichtigsten Vokabeln, die da auch gefallen sind. Und alles, was man dann an Einzelmaßnahmen entwickelt, und davon haben wir viele im Projekt, dient eigentlich nur dazu, um genau dieses gemeinsame Leben dieser Werte zu befördern. Wir haben ja hier schon seit, also nicht erst seit 2015, sondern natürlich auch schon viel, viel früher, hat sich hier ein aktives Netzwerk rund um das Thema Migration, Integration gebildet und immer weiter, ist immer größer geworden. Und es gibt ja schon viele Organisationen, viele Angebote, auch in den Kommunen unterschiedliche Angebote für den leichteren Zugang für alle Menschen, die hier zu uns zugewandert sind. Sprachkurse, Angebote der Bildung, aber auch Räume, die man als Gruppe nutzen kann und alle diese Geschichten. Und uns war es ganz, ganz, ganz wichtig, auch auf dieses breite Netzwerk zuzugehen und die Erfahrungen, aber auch die Ideen mit hineinzuholen. Und so sind die verschiedenen Arbeitsgruppen, die dann themenmäßig gearbeitet haben, auf ganz, ganz viele Netzwerkpartner zugegangen und haben sie um ihre Erfahrungen, aber auch um ihre Perspektiven gebeten. Und das sieht man ganz gut in dieser Übersicht, dass es doch ein ganz schön dichtes und gut bestücktes Netzwerk ist. Allerdings haben wir da auch festgestellt, dass es halt immer wieder Projekte gibt und gab, die sehr gut angenommen wurden, die sehr viel bewirkt haben, die aber dann leider wieder ausgelaufen sind von ihren Förderungen her und wieder eingeschlafen sind bzw. eingestellt werden mussten. Und das hat uns auch weiter motiviert, nochmal hier eine solide Grundlage sozusagen für den Landkreis Fürstenfeldbruck zu erdenken, und den wollen wir gerne auf den Weg bringen. Ja, bei unseren Netzwerkaktivitäten, bei dem Verbinden mit dem schon vorhandenen, sind wir zum Teil auch auf regelrechte, ich sage mal, Diamanten gestoßen. Wir haben die Leuchtturmprojekte genannt in unserem Projekt, die es schon gibt und die es auch gilt weiterzuentwickeln. Ich möchte gerne mal zwei davon nennen. Eines ist das Projekt Schule gegen Rassismus, Schule für Courage. Da geht es darum, dass engagierte Lehrerinnen und Lehrer zusammen mit den Schülerinnen und Schülern hier zum Beispiel in der Forstboss in Fürstenfeldbruck, aber auch an weiteren Schulen in unserem Landkreis genau dieses Thema
wie nehme ich Diskriminierung wahr, wie gehe ich dagegen vor, was kann ich präventiv dagegen tun und wie kann ich möglicherweise auftretende Diskussionen und Differenzen in der Schülerschaft proaktiv so angehen, dass eben das Miteinander der Schülergemeinschaft verbessert wird. Und ein zweites wirklich tolles Projekt, das sind die sogenannten Kulturdolmetscher, Kulturdolmetscherinnen. Das sind Menschen selber mit Migrationserfahrung, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind und die beim Brucker Forum eine mehrwöchige intensive Ausbildung zum sogenannten Kulturdolmetscher durchlaufen und dann vom Integrationslotsen des Landkreises vermittelt werden, da und dorthin, wo sie eben gebraucht werden. Sei das zum Beispiel bei einem Elternabend, wo sie übersetzen helfen für die Eltern, wenn sie die Sprache noch nicht richtig verstehen, sei das bei Behördengesprächen, wo auch Übersetzungshilfe geleistet wird. Also dieses Projekt der Kulturdolmetscher ist auch eines der ganz hervorragenden, das wir aufgreifen und auf jeden Fall weiterführen möchten. Ja, und bei unserer Recherche sind wir dann auch haben wir sozusagen den Blick ausgeweitet und haben uns auch von Integrationskonzepten vom Landkreis Starnberg zum Beispiel oder auch vom Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen inspirieren lassen. Aber wir mussten mit einer Idee gar nicht so weit in die Ferne schweifen. Wir haben nämlich überlegt, dass es toll wäre, sozusagen eine Präambel zu haben, Leitgedanken, Leitlinien zusammenzufassen, wie denn Integration im Landkreis Fürstenfeldbruck sozusagen durchdekliniert werden kann. Und da sind wir bei unserem Austauschen auf die Richtlinien der Förderung der Stadtgesellschaft hier in Fürstenfeldbruck gestoßen und haben mit Freuden eigentlich fast alles gefunden, was uns auch so in dem Entscheidungskreis ein Anliegen ist. Und sowohl die Migrantinnen und Migranten, die ja auch der eine oder andere hatte sogar mitgearbeitet, als auch die Leute von der Fachlichkeit, sage ich jetzt mal, die das beruflich machen, waren also sehr, sehr glücklich, diesen Schatz heben zu können. Und wir haben ihn freundlicherweise auch zur Verfügung gestellt gekriegt, um ihn einfach nur auf den Landkreis auszurollen und auszuweiten. Und daraus sind jetzt die Leitlinien für das Integrationskonzept des Landkreises entstanden. Also da habe ich mich persönlich auch sehr gefreut, dass wir auch da schon ganz innovative Kräfte im Landkreis haben, die da Tolles formuliert hatten und wir ein Stück spicken konnten sozusagen. Das fand ich klasse. Und das soll jetzt ein erster wichtiger Teil dieses Integrationskonzeptes sein, nämlich die Leitlinien für den Landkreis Fürstenfeldbruck. Das ist sozusagen das erste Hauptkapitel unseres Integrationskonzeptes. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn wir so begeistert davon erzählen, was es alles schon gibt, wozu brauchen wir denn überhaupt ein weiteres Integrationskonzept oder was hat die Projektgruppe denn eigentlich zusätzlich vor? Und das möchte ich auch an einem ganz einfachen Beispiel einmal illustrieren. Wir wollen natürlich nichts neu erfinden, aber wir wollen da, wo wir Lücken gefunden haben in dem Bestehenden, da wollen wir nachsteuern und da wollen wir besser werden. Kleines Beispiel, wenn Sie heute ins Landratsamt hineinkommen, dann finden Sie im gesamten Eingangsbereich jede Menge von Informationen, Wegweisern, Broschüren und so weiter. Aber so gut wie alle von diesen Informationen sind ausschließlich auf Deutsch. Wenn Sie dagegen im Kreisverwaltungsreferat der Stadt München gehen, dann werden Sie im Eingangsbereich sofort mit Informationen in verschiedenen Sprachen empfangen, die den Menschen eben helfen, sich zu orientieren, um zu wissen, ja, wo soll ich hier eigentlich hingehen? Diese ganz einfache Sache, mehrsprachige Informationen zur Verfügung zu stellen, nicht nur im Eingangsbereich des Landratsamtes, sondern auch auf der Webseite des Landratsamtes zum Beispiel, das sind als Beispiel dafür, wie wir Dinge gefunden haben in unserer Projektarbeit, wo wir mit vergleichsweise kleinem Aufwand doch eine ganz wesentliche Änderung sozusagen der Stimmung und der Willkommenskultur erreichen können. Wie sind wir vorgegangen in den letzten 2 Jahren? Wir haben ja eine breite Palette an Themenfeldern, mit denen Zugewanderte auf der einen Seite beschäftigt sind, wenn sie hierher kommen, die aber auch für ein gutes Miteinander ganz, ganz
ganz, also die Basis bilden. Ich meine damit Themen wie Bildung und Sprache. Ich meine damit Themen wie Arbeit, Ausbildung und Beruf. Ich meine aber auch so Bereiche wie eben die interkulturelle Kommunikation oder auch Wohnen oder Mobilität. Wir haben am Anfang im Entscheidungskreis uns sehr viel Gedanken gemacht, wie wir das am besten zusammenfassen, clustern, beziehungsweise in welchen Arbeitsgruppen wir diese Themen bearbeiten konnten, weil uns von Anfang an klar war, dass nicht alle Themen in der Tiefe so durchdringen können, dass halt gute Vorschläge rauskommen, sondern dass man auch das wieder in verschiedenen Arbeitsgruppen am besten tun muss. Und so sind 6 Themenbereiche und damit auch 6 Arbeitsgruppen in dem Projekt entstanden, die wiederum zum einen von den Menschen aus dem Entscheidungskreis natürlich bespielt wurden, in Anführungsstrichlein, also bearbeitet, die aber auch nochmal wieder von Menschen, die sich ehrenamtlich für das Integrationskonzept einsetzen, ergänzt wurden. Also auch da haben wir nochmal geschaut, okay, wo gibt es denn Menschen, die sich vielleicht mit dem Thema Wohnen schon intensiver beschäftigt haben oder die auch aus professionellem, aber auch aus persönlichem Interesse zum Thema interkulturelle Öffnung schon sich beschäftigt haben und haben die nochmal dazugeholt. So dass die Arbeitsgruppen alle so mit 4 bis 6 Personen gut arbeitsfähig waren und da eben die einzelnen Ideen und die einzelnen Ziele, aber auch Maßnahmen entwickeln konnten. Ja, daraus ist ja ein ganzer Strauß eigentlich von Vorschlägen jetzt entstanden. Ich glaube, ich habe das mal bei mir zu Hause ausgedruckt, was wir dort aus den Arbeitsgruppen dann zusammengetragen haben. Das waren dann 2,5 Quadratmeter ausgedrucktes Papier, ein bunter Strauß von Maßnahmen. Ich möchte nochmal, um das handgriffiger zu machen, nochmal 1, 2 davon auch benennen. Ich persönlich habe als Asylhelfer ganz oft erlebt, wenn ich mit Menschen, die unsere deutsche Sprache nicht können oder auch die schwarze Hautfarbe sind, in so ein Amt gehe, dann sprechen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort eher mit mir als mit dem Geflüchteten, dem eigentlichen Antragsteller. Da sind natürlich einmal die Erfahrung, dass die Sprachhürde da ist, aber es gibt eben auch sowas wie unbewusste Vorurteile und unbewusstes diskriminierendes Verhalten. Und dagegen haben wir aus der Projektgruppe heraus zum Beispiel den Vorschlag entwickelt, es sollten entsprechende Aus- und Weiterbildungen im Landratsamt stattfinden für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um solche unbewussten Diskriminierungen des Verhaltens, unbewusste Vorurteile bewusst zu machen und eben den Umgang der Mitarbeiter in den Behörden mit den Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und zum beiderseitigen Nutzen besser zu gestalten. Das ist einer der Vorschläge, die aus den Arbeitsgruppen entstanden ist. Und ein weiterer ist, da greife ich wieder das Thema Überwindung der Sprachhürde auf. Es gibt eine Software, die heißt Integrate. Das ist eine Internetseite, die mehrsprachige Informationen für Menschen aus den verschiedensten Ländern zur Verfügung stellt. Diese Software wird in verschiedensten Landkreisen und Städten, zum Beispiel in unserer Nachbarstadt Dachau, heute schon erfolgreich eingesetzt. Hier noch nicht. Das ist auch ein Beispiel dafür, wo wir denken, das könnten wir in Fürstenfeldbruck gut gebrauchen. Ich mag da noch eins anschließen, was uns in der Arbeitsgruppe Wohnen mit dabei. Das ist ja ein Thema, was uns alle hier beschäftigt, weil Wohnraum im Landkreis Fürstenfeldbruck ein knappes Gut ist für Menschen aller Art, nicht nur für Zugewanderte. Und wir haben uns auch nochmal genauer angeschaut und auch Gedanken gemacht zu den vielen Menschen, die jetzt seit 5 Jahren in unserem Landkreis sind und immer noch in den Unterkünften des Landratsamtes für Geflüchtete leben, weil sie dort einfach nicht rauskommen, weil sie keinen Wohnraum finden. Und haben uns da viele Gedanken gemacht, wie wir diese Menschen unterstützen können und sind auch da wieder bei der Recherche auf ein Projekt gestoßen, was es im Obdachlosenbereich schon gibt, was sehr, sehr positiv hier mit Obdachlosen gearbeitet hat, die wieder in Wohnraum zu bringen. Und da kam uns die Idee, dieses Projekt auch
sozusagen zu adaptieren und ein bisschen umzustricken und auf die Geflüchteten-Situation anzupassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein wichtiger Meilenstein sein könnte, um das momentan ja immer größer werdende Unterbringungsproblem für Geflüchtete hier im Landkreis merklich zu entschärfen, weil wir reden von ungefähr 800 Menschen, die das betrifft, die aus den Unterkünften nicht rauskommen. Und wenn wir es nur schaffen, 100 oder 200 doch noch in Wohnungen zu bringen, vielleicht nicht unbedingt hier im Landkreis, sondern auch ein bisschen weiter weg von uns, dann würde das unsere Situation ja deutlich entschärfen. Und da merken wir, mit professioneller Hilfe kann es klappen. Also auch das sind Ideen. Wir haben also sozusagen kleine Projekte ausgedacht, aber auch größere, die dann eben auch wirklich in so eine Art institutionelle Beratung vielleicht auch hineingehen können. Also das ist die ganze Breite dieser Vorschläge und Ziele in dem Maßnahmenkatalog, von ganz klein, einfach eine Übersetzung von einem Flyer zum Beispiel für die Mobilität, damit man weiß, wie hier bei uns die Tickets funktionieren, bis hin zu wirklich auch Projekten, die durchaus auch Geld kosten werden. Ja, das ist mit Sicherheit der Fall, dass das Ganze nicht umsonst zu haben ist. Insofern ist vielleicht auch ganz gut, einmal kurz darzustellen, wie es mit dem Projekt denn eigentlich jetzt weitergehen soll. Ich erwähnte ja am Anfang, es ist beauftragt worden vom Kreistag durch einstimmigen Beschluss und muss natürlich jetzt auch wieder vom Kreistag abgenommen und beschlossen werden von den Ergebnissen her. Und das ist es, woran wir gerade arbeiten. Also alles, was wir jetzt geschildert haben, das wird jetzt gerade zusammengetragen zu einem großen gesamtheitlichen Dokument. Das nennt sich eben dann das Integrationskonzept für den Landkreis Fürstenfeldbruck. Und dieses geht dann in den Kreistag hinein. Geplant ist, dass es in der Sitzung im Juli im Kreistag dann zur Beschlussfassung kommt. Und bis dahin finden im Moment intensive Gespräche statt, sowohl mit der Verwaltung unseres Landratsamtes, als auch mit den politischen Fraktionen. Denn wir hoffen natürlich, dass wir genauso wie damals jetzt auch wieder zu einem einstimmigen Beschluss quer über alle Parteien hinweg kommen können. Hans, ich mag noch eins in Erinnerung werfen, was wir im Herbst zusammen gemacht haben. Da waren wir nämlich unterwegs in Mammendorf und in Puchheim und haben einen großen Teil der Vorschläge, die in den Arbeitsgruppen entwickelt wurden, von denen wir jetzt auch ein paar schon vorgestellt haben, auch noch mit der Bevölkerung diskutiert. Das war ja für uns schon auch nochmal ein ganz schöner Kraftakt, weil es natürlich viel Vorbereitung braucht, um so eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung hinzukriegen. Ich war damals sehr begeistert über die ganz konkreten Vorschläge und Ideen, mit denen Bürgerinnen und Bürger auch da auf uns zugekommen sind, und habe das auch als Bereicherung empfunden. Und da sind manche Ideen einmal noch gestärkt worden, zum anderen aber auch noch neu dazugekommen. Also wir sind wirklich, glaube ich, ganz schön breit aufgestellt, was jetzt die Zulieferung von den Zielen und von den Projektideen auch anbelangt. Ja, gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Das ist auf jeden Fall wichtig gewesen. Und das hört ja auch nicht auf. Dieses Netzwerken, was wir jetzt die ganze Zeit über betrieben haben, das soll natürlich, wenn der Kreistag dieses Konzept dann beschlossen hat und es dann in die Umsetzung geht, soll das ja weitergehen. Und natürlich auch mit möglichst breiter Beteiligung der Öffentlichkeit und insbesondere auch mit intensiver Vernetzung vom Kreis in die einzelnen Kommunen hinein, sodass also das Ganze, was wir heute vorstellen hier, im Grunde nur der Auftakt oder der Beginn eines Schwungrades ist, was das Thema Integration auf Dauer in unserem gesamten Landkreis für die Zukunft besser gestalten möchte. Weil uns ist natürlich auch klar, dass Integration vor allem in den Kommunen stattfindet, dass der Landkreis sozusagen ein Dach bilden kann, aber dass die ganz viele Projekte, ganz viele Angebote natürlich in Fußläufigkeit möglichst für die Menschen
sein soll. Das heißt, es wird in den Kommunen stattfinden. Und da möchte ich auch noch auf eine große Gruppe hinweisen, die sich auch beteiligt hat. Das sind nämlich kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die hatten wir jetzt noch nicht erwähnt, aber die sind uns besonders wichtig. Und wir haben auch mit den Integrationsreferentinnen und Integrationsreferenten in den Kommunen schon Gespräche geführt, weil uns ganz klar ist, wir können hier vom Landkreis aus einen guten Rahmen bieten. Und wir hoffen natürlich sehr und wünschen uns sehr, dass der in den Kommunen auch weitergetragen wird, weiter ausgebaut wird und dass man Hand in Hand, so wie wir es bisher ja auch im Netzwerk gemacht haben, auch weiterarbeitet, dass eben auch in allen Kommunen die Menschen auf Bedingungen stoßen, wenn sie zu uns kommen, die es leicht machen, hier gut anzukommen und aber auch vielleicht Menschen mit Vorbehalten, Menschen, die sagen, ojojoj, vielleicht wird uns das zu viel, auch Möglichkeiten finden, diese Bedenken und diese vielleicht auch wichtigen Fragestellungen zu diskutieren. Also ich glaube, auch das ist ein Teil des ganzen Rahmens, den wir sozusagen hier abstecken wollten und wo wir einfach Möglichkeiten geben wollten, nicht auf irgendwelchen komischen Netzwerken, sondern offen in den Dialog zu treten. Genau, ich glaube, das oberste Ziel der ganzen Geschichte ist eigentlich das gedeihliche Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte in unserem Landkreis einen ganz großen Schritt voranzubringen. Das ist, glaube ich, Ziel und Zweck unseres ganzen Projektes. Dafür haben viele Menschen viel gearbeitet und jetzt hoffen wir, dass der Kreistag uns ein positives Signal für die Weiterarbeit gibt.